So, guten Morgen allerseits. Los geht's. Montag. Ja, nö, ist irgendwie nichts Besonderes am Montag. Oh, Moment, die Dinge da hinten, die arbeiten ja noch gar nicht. Dann muss ich da schnell mal Cranberries einsammeln und da reinpacken. So, also die leuchten auf, wenn man da... Und hier pulsieren ein wenig, wenn man die da reinstecken kann. Okay. Immerhin habe ich das mal rausgefunden. So, wie geht's in unseren Hühnchen? Nein, ich will es nicht essen. Nein, oh. Ich muss wieder die Gießkanne in die Hand nehmen. So, sammeln wir mal die Eier ein. Die futtern ordentlich Heu weg hier, da die Hühnchen. Aber ja, dafür ist es ja da. So, dann... Nein, hier so. Und das Ei da... Da rein, okay. Heu. So, wie geht's unseren Hühnchen? Sehr gut. Ja, okay, alles klar. Ach, ich freue mich schon auf das Frühjahr. Wenn alles automatisch funktioniert. Ah, oh, wird das schön. Jetzt habe ich da so viel im Inventar. Das muss ich mal ein bisschen aussortieren. Das kann ich jetzt nicht alles mitnehmen. So, das kommt weg, das kommt weg. Das da auch. Da habe ich gleich 11 Stück. Die packe ich auch mal weg. Den Rest, ja, die lasse ich mal da. Den Rest nehme ich mal mit. Ja, genau. Und das Hartholz. Moment, ich gehe da außen rum. Alles andere läuft noch. Sehr gut. Hier sehe ich nichts rumliegen. Oh, macht nichts. Auch keine Würmer. So, Moment, jetzt wollte ich erst zu Robin gehen. Die ist ja hier. So, oh, wieder zu. Moment, ja, ist ja gut. Ja, warten wir noch ein bisschen. Wir können ja mal zu Linus gehen und ihn fragen, bis Robin aufmacht. Ist immer noch genug Zeit. Ach so, immer noch genug Zeit für die Mine. Ich muss aber darum gehen. Hallo Linus, bist du zu Hause? Ja, Linus ist zu Hause. Es kann wirklich kalt werden, wenn du in einem Zelt wohnst. Ja, doch, das glaube ich dir wohl. Ich wollte ja auch nicht in einem Zelt wohnen. So, es ist gerade eben 9 Uhr geworden. Dann soll sie ihr Hartholz kriegen. Wir haben ja genug und wir brauchen es jetzt auch nicht. So, Moment, da muss sie da hinter den Tresen kommen. Wollen wir das Hartholz hier? Schau mal, Robin, da habe ich Hartholz für dich. Oh, du hast es gebracht. Ich wusste, ich kann immer auf dich zählen. Ja, natürlich kannst du das. Wenn es nur irgendwie geht, dann mach ich das. Dieses Holz ist perfekt. Es ist genau das, was ich brauche. Dankeschön. Ja, bitte schön. Ach so, Moment, jetzt haben wir wahrscheinlich auch eine Belohnung gekriegt. 500 Goldstücke, ja, das ist doch nicht schlecht. So, mehr geht aber jetzt noch nicht. Ich will mir mal hier was zu futtern da in die Leiste packen. So, das dahin. So, und jetzt auf in die Mine. Ich nehme schon mal das Schwert in die Hand. Okay, und los geht's. Jetzt weiß ich gerade nicht, auf welchem Level wir sind. Ich glaube 85 oder so. Wir werden es gleich sehen. 85, ja genau. Also los, weiter auf 90. Ja, los. Geht dich tot. Und die waren aber wieder hartnäckig hier. Okay, was haben wir denn hier so alles? Eine gruselige Atmosphäre. Ja, das ist hier gut gemacht, hier in den unteren Bereichen der Mine. So, hier ist aber nichts weiter. Da ist hier unser Kollege hier. Aber der hat uns doch Schaden zugefügt.
Okay, und mehr ist aber nicht da. Jetzt müssen wir uns den Weg so freikämpfen. Frei hauen. Boah, das kann ja wieder ewig dauern. Geht das vielleicht irgendwie einfacher? Oder habe ich was übersehen? Nee, ich glaube nicht. Ja, weitermachen. Es nutzt ja nichts, da wahrscheinlich zu nah im Eingang ist es wohl nicht. Ah, nee, jetzt dachte ich schon, da wäre was gewesen, aber nein, leider nicht. Oder vielleicht hier. Nö, auch nicht. Oder da. Der sieht irgendwie besonders aus hier. Na, da. Nö, ist aber auch nicht. Nö, auch nicht, auch nicht. Nee, auch nicht. Ach Mensch. Bestimmt ist er da dran. Auch nicht. Oh Mann, ey. Eigentlich ganz leicht, nur ein Monster. In der Nähe oben waren ja auch noch mehrere. Aber es war nicht schwierig. Und jetzt verballere ich eine Menge Zeit. Hier, oh, das ist Ebene 85. Dann war doch hier die Kiste, oder? Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber egal. Up to 2 viewers. Verstehe ich nicht. Mammut, was machst du da gerade? Nö, keine Ahnung. Ah, hier ist er ja. Ja, los, runter da. Und da ist gleich der nächste. Ja, dann hat es sich doch gelohnt. Na. Ah, jetzt kommen wieder die Fledermäuse. Na gut, dann. Ja, wo denn? Ach, hier. Ja, wo denn? Ach, da, da kommt noch eine. Oh, jetzt geht's aber rund hier. Oh, halt, halt, halt. Da. Oh, nee, jetzt machen sie mich platt. Ach, nö, nee, 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 nee. Ach, tatsächlich, nein! Oh nö. Oh. Mammut macht nichts. Da steht, Mammut LP is now hosting you for up to 2 viewers. Keine Ahnung, da im Chat steht das. Ich weiß nicht, warum das da so steht. Und was es bedeutet. Ach nee. Ach, Mario hat mich gefunden. Ja, hat sich's ja gelohnt. Ich habe dich bewusstlos gefunden in den Minen. Ich habe nach Mineralien gesucht und bin fast über deinen Kopf gestolpert. Sei ein bisschen vorsichtig nächstes Mal, ja? Ja, ja, das bin ich doch auch, ja. Aber ich habe ja dich, dann kann mir ja kaum noch was passieren. Ich muss mir den Kopf richtig hart gestoßen haben. Ja, oh, die letzten 11 Level vergessen. 5000 Goldstücke und 5 Gegenstände aus dem Rucksack. Aber das Werkzeug ist noch da. Hier alles. Okay, das auch noch. Ja, gut. Stein ist nicht mehr da, okay. Ja, nicht so dramatisch. Ich muss mal was essen. Hier davon noch. Ja, da wird auch 2, egal. Ja, ich esse ja schon was. Gleich noch was. Okay, die letzten 11 Level vergessen. Oh, Mann. Das heißt... Oh, Mann, das heißt... Ich bin doch nicht auf Level 80. Oh, nee, jetzt habe ich keinen Zugang mehr zum Gold. Ja gut, dann müssen wir uns da wieder vorkämpfen. Aber ich habe ja hier was freigeschaltet. Dann gehen wir doch mal dahin. Ja, wir haben ja noch Zeit. Waren wir eigentlich schon am Strand heute? Nee, eben nicht. Wir sind ja gleich in die Mine. So, mal sehen, was ich hier so finden kann. Das ist Kupfer, das ist Eisen. Jede Menge Stein. Da ist noch was Interessantes.
Das war Topaz, okay. Ja, die ganzen Steine brauche ich jetzt nicht. Da sind noch Würmer. Na. Wieder eine Winterwurzel, okay. Ja, ich weiß nicht, ob sich das wieder von alleine auffüllt, so nach einer Zeit, oder... Oder muss ich das alles wegmachen und dann geschieht irgendwas? Ja, kann auch sein. Ich mach mal den Weg hier frei, das ist mal interessant. Also, wir haben Zeit, genau. Also, irgendwas müssen wir ja machen. So, das Holz hier auch noch. Und jetzt wieder die Spitzhacke. Ich könnte die Axt ja mal zum Schmied bringen und sie verbessern. Die Spitzhacke haben wir ja schon jetzt. Ansonsten müssen wir die mit Goldbarren machen. Moment, was brauche ich jetzt? Die Spitzhacke, okay. Okay, Weg ist frei, aber nichts tut sich. Na gut, dann nicht. Ich glaube, das mache ich wirklich. Bring die Axt zum Schmied. Dann soll er mir in ein paar Tagen was machen. Ja, warum nicht? Geld habe ich... Ja, Geld habe ich sowieso genug. Okay, machen wir das mal. Also der Schmied hat natürlich jetzt schon zu, aber ich kann mir das Eisen schon mal einpacken. Ja, und morgen gehen wir dann nochmal in die Mine. Also wir müssen auf jeden Fall wieder auf Level 80 gehen. Oh nee, das ist echt fies. Vielleicht sollte ich mir doch dieses dicke Schwert holen. Nee, ich probiere es nochmal mit dem. Ja doch, hinten rum. Das ist ein bisschen stärker, aber jetzt so viel nun auch wieder nicht. Die Steine spawnen immer nach. Ja, ich glaub's auch, ne? Aber dann, also es macht Sinn, dass man immer da so ein weiteres Baumaterial hat. Dann das muss ja irgendwie wieder nachkommen. Denn sonst kann man alle Steine abernten, die man da so hat. Und wenn die mal alle weg sind, ja, dann sind sie weg, ne? Oh, da ist sogar was. Eine Aprikose. Da ist noch nichts fertig. Ah, okay. Der hier ist der... Oh, der... Ja, der hat... Der hat Quarz gemacht. Okay, aus der Brille wird... wird Quarz gemacht. Okay, jetzt stopfen wir mal eine Zeitung hinein. Oder irgendwas anderes, was da ist. Nee, da nicht. Da. Was haben wir denn da? Hier, da ist noch eine Brille. Eine CD. Ich will die CD ausprobieren. Moment. Da. So, rein damit. Okay, da bin ich aber gespannt, was daraus wird. Haben wir jetzt hier irgendwas für diese Kiste da? Nee. Nichts zu verkaufen. Also, packen wir dann hier... Ah, den Geoden können wir zum Schmied packen. Gold. Das kommt weg. Das kommt weg. Das. Topaz. Ja, auch. Aprikose. Nee, die nicht. Also schon, aber nicht hier drin. Und die können wir aber auch hier so aufessen. Moment, da fehlt doch noch irgendwas aus dem Inventar, oder? Da war doch noch irgendwas. Aber die Angel und das Werkzeug ist alles noch da. Naja, okay. Weiß ich jetzt nicht. So, hierfür. Haben wir denn hier was? Nein. Diese hier sollen weg. Den bringen wir zum Geoden. Schleim sammeln wir auch. Das kommt dahin. Und das da. Damit könnten wir den Magier mal erfreuen. Also, wenn es klappt, weiß ich ja nicht, aber... Das wäre mal eine Idee. Ja, aber das machen wir jetzt irgendwann mal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Bett, denn boah, der Schmied... Ach so, Moment, Eisen für die Axt. Habe ich noch genügend Eisenbarren da? Ach hier, da. Ja, das ist gar nicht so viel, aber ich kann ja Eisenerz, wo haben wir das Eisenerz hier? Da, wir haben so viel Eisenerz. Da kommen mir diese 5 Öfen noch sehr gelegen. Packen wir doch gleich wieder was rein hier. So, sehr gut. Bis morgen sind die bestimmt fertig, dann kann ich da gleich noch was reinpacken. Haben wir denn da unten jetzt auch schon
Ja, da haben wir schon was, aber das ist Pine Tar, also Kiefernpech. Das, ja, verkaufe ich mal. Hier, rein damit. Das Eisenerz behalte ich nochmal. Nee, wir brauchen ja, was war das? Ahornsirup. Ahornsirup. Ist aber nichts da. Ich weiß, einer von diesen beiden Bäumen müsste es sein. Ich kann eigentlich die Gießkanne ja auch mal da lassen. Die brauche ich ja gerade nicht. Ja, und am Strand waren wir jetzt, glaube ich, auch nicht. Ah ja, nicht so schlimm. So. Ja, gehen wir mal ins Bett. Mal von dieser Seite. Ja, auch gut. Habe ich jetzt ja freigeräumt. Ja, war nicht viel, aber immerhin etwas.